Hallo und willkommen zu Minecraft Enigmatica 6. diesmal habe ich es nicht verkackt. Also, damit ihr nicht doof stirbt, ich habe gerade ein etwas extrem Fehl gemacht. Ich habe gesagt, willkommen zu Phasmophobia. Ja, schaut nicht aus wie Phasmophobia. Ist ja Minecraft. Ja, deswegen gerade der Lacher und die lustige Stimmung. Wir waren letzte Folge im Nether. Sind erfolgreich zurückgekommen. Und haben diese ganzen Sachen ertradet hier. Wo ich wieder gerade Enderperlen geklaut werden. So. Wir haben auf jeden Fall jetzt genügend Leder. Da werden wir jetzt gleich mal ein paar Backpacks machen. Hast du die Wolle? Könnte sein. Ja. Eventuell. Dann machen wir die Backpacks später. Ich organisiere mal schnell Wolle. Warte. Ja. Hier. Da. Wie viel ist das überhaupt? 10 Stück, da komme ich eh nicht aus mit. Brüchte mehr. Kannst du das mal haben? Machen wir es später. Rassieren wir nachher nochmal über diese Wolltiere drüber. Wie heißen sie denn? Schafe. Mhm. Ich bin schon am Balkon runtergefallen wegen den Schuhen. Ach ja. Genau. Wir machen das mal noch schnell fertig. Wir hatten hier irgendwo einen Glowstone. Wenn ihr nämlich jetzt mal schaut, jetzt haben wir hier noch das gelbe X, das heißt, es ist beim Lichtlevel von 7 wahrscheinlich. Was haben wir da? Block 7, genau. Und jetzt kann man nämlich hier wunderbar ein Glowstone reinsetzen und dann ist das nämlich weg. Level 3, 6, 9. Und jetzt ist das nämlich richtig schön beleuchtet. Jetzt müssen wir nur noch mal Bambuslabs nehmen. Au, oh, okay. Siehst du das gleiche, wie ich sehe? Das passt aber nicht zu meinem Design. Nee. Irgendwie nicht. Das ist jetzt so faszinierend. Ich habe zwar keine Ahnung, wo du bist, ich hätte aber Wolle für dich. Ah, da unten. Ich höre eine Katze lachen. Ich höre eine Hexe lachen. Ja, ich habe auch gerade... das war wahrscheinlich der Papagei, weil laut Minimap haben wir nichts in der Gegend. Ach. Ja, das ist jetzt eine Sache, mit der müssen wir uns abfinden. Ich hatte doch noch... Wo habe ich denn die hingetan? Ich hatte doch noch ein paar von diesen... Da. Dann probiere ich das erstmal mit Frameslabs, wie das mit Frameslabs ausschaut. Ah ja, mit Frameslabs geht's, okay. Ja. Funktioniert. Ja. Jetzt müssen wir das schnell wieder reinbauen. Mit die Frameslabs. Zack. 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 Also, zack, 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 zack. Du hast meinen Elevator. Da. Dankeschön. Wie kommt man jetzt hoch? Gar nicht mehr. Nee, nie wieder. Ach du Heiliges. Da können wir aber theoretisch schon mal setzen.
So. Hä? Hä? Jetzt frag bitte nicht, warum das nicht geht. Dann suchst du jetzt bitte selber den Fehler. Ach ja, schön. Versuch was wert. Bei hier doch die Stürzer am wenigsten. So. Jetzt hast du schon wieder. Oh ja, Gott. Verdammt nochmal, sowas aber auch. So, jetzt. Jetzt geht die Sache. 9. Zack. Passt. Jetzt nehmen wir das noch weg. Also anscheinend, die Bambus-Slabs vertragen sich nicht mit den Illusion-Frame-Slabs. Cool. Aber die normalen Frame-Slabs funktionieren. Jetzt haben wir hier schon wieder ein Dings-Teil. Herrgottszache. Das wird unsere Baumeisterin bestimmt gleich beseitigen. Was? Ja, weil wir hier schon wieder schlecht ausgeleuchtet haben. Ich hab eine Idee. Oh je. Ich hab eine Idee. Ja, oh je. Oh je, oh je. Oh je, oh je, eine Idee. Was tust du denn mit dem Baum? Kann ich das zusammen wursteln? Okay, nein. Schade. Man kann die Illusion-Blöcke nicht mehr weiter, also wieder zurückcraften in ganze Blöcke, wie bei den Frames. Das ist. Wobei, wenn wir das jetzt so machen. Und da brauchen wir eine Wrench Frame Stick. Ein Stick und ein Gold. Dann klöppeln wir das mal schnell zusammen. Ha! Ich brauche mal einen Inksack. Hä? Nee, also jetzt habe ich wirklich eine Hexe gehört. Das war doch jetzt nicht wirklich schon wieder der Papagei, oder? Lol. Hi. Hm? Hexe gefunden? Nee, aber massig Creeper. Ja, jetzt habe ich auch eine Hexe gehört. Das beruhigt mich an der Stelle. Aber ich habe jetzt. Wow! Hat's gemacht. Ich habe auch einen etwaigen Verdacht, wo die ist. Durchweichtes Hirsebrot. Das ist so kulinarisch. Das ist so richtig schön matschig. Ja, ganz besondere kulinarische Besonderheiten. Also ich habe eine grobe Ahnung, wo es ist, aber. Ah doch. Hi. Guck, guck. Hallo Creeper. Aua!
Ich wurde schon auch von so einem Krebs jetzt gehauen. Ganz schön aggressive Teile und irgendwo hat's gerade Bumm gemacht. Ja, bei mir. Sag mal. Möchte ich die Hexe jetzt verarschen? Also ich höre die Hexe lachen. Alter, was ist denn hier an... Hallo? Hier sind jetzt Skelette und Mass... Hä? Hm? Okay, das ist irgendwie... Du klingst gröber irritiert. Ja, weil ich die Hexe nicht finde. Ich will jetzt gerade echt nichts sagen, aber ich habe gerade einen Villager gehört. Ein Villager? Ja, mit seinem... Haben wir... Nee. Schon wieder. Das ist dieser scheiß Papagei. Der Papagei hat in seinem ganzen Leben noch nie einen Villager gesehen. Das ist doch den Papagei-Wurst. Ist der ernsthaft, das ist der Papagei? Was ist denn jetzt hier los? Jetzt wieder eine Hexe. Die Sache ist die, hier ist keine Hexe. Wenn ich mich vor den Stelle zwitschert der bloß, aber dann höre ich auch keine Hexe mehr. Tja, ein Mysterium. Aber ich finde, es klingt halt zu realistisch für den Papagei. Ja, der macht ja auch realistische Sounds in der Sache. Das ist ja der Gag an der Imitation. Okay, da warst du schon. So, gut. Nachdem wir jetzt erfolgreich eine nicht vorhandene Hexe gesucht haben, werden wir jetzt mal zu dem lustigeren Teil kommen der Geschichte. Und zwar... wollen wir gerne das Seed-Kabel closed und kommt noch damit rein, die Pfeile kommen damit rein. Ich möchte gerne dieses Mining-Gadget machen. Ja. Okay, also ich bin gerade vom Server geflogen. Ich auch. Und
Ich bin gerade vor unserer Insel ins Wasser gesprungen, ein paar Inksex organisieren und unter Wasser steht eine Horde Skelettpferde. Hä? Ja. Okay, irgendwas ist gerade mit dem Server. Ich mache jetzt einen kurzen Cut und wir schauen mal, was mit dem Server los ist. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Das Problem war gefunden. Es waren tatsächlich die Skelettpferde unter Wasser, die das Problem verursacht haben. Haben wir mit Command gelöscht, die Skelettpferde, und jetzt läuft's wieder. Gut. Zurück zum Thema. Wir waren hier bei diesem Mining Gadget. Das wollen wir herstellen, weil das ein mit den Upgrades vor allem ein sehr mächtiges Ding ist. Also da kann man sehr schnell abbauen. Dafür werden wir jetzt einiges an Dias brauchen. Aber wenn wir eins voll ausgestattet haben, können wir Dias wieder ohne Ende farmen. Und wir haben so viel Dias, da ist nicht das Problem. Was hergestellt werden soll, ist das Mining Gadget, das tun wir uns jetzt mal auf die Seite. Wir brauchen den Modification Table. Wir brauchen die Blank Upgrade Module. Und dann wollen wir einmal Efficiency. Silk Touch. Den Magneten. Das 3x3 Crafting. Den Light Placer. Range Upgrade und ein Batterie Upgrade. So, viel zu tun. Wir fangen jetzt mal mit dem Modification Table an. Also wir brauchen die Blank Upgrades. Da gehen wir mal in das Glas rein. Und dann holen wir uns mal erstmal von allem ein bisschen raus. Der Vogel ist Wahnsinn. Einen halben Stack Gold nehmen wir uns mal raus. Und ich glaube, das sollte jetzt von Anfang erstmal reichen. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 von den Plank. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann können wir uns das schon mal nicht craften. So. Dann können wir uns das jetzt schon mal craften. Dann schauen wir gleich mal das erste Efficiency Upgrade. Das müssen wir noch verbessern. Den Magneten. Hammer. Den Table auf jeden Fall erst einmal, damit wir überhaupt die Upgrades reinkriegen. Dann das 3x3 Upgrade. Da brauchen wir eine Diapicke. Zwei Enderperlen. Und ein Diablock. Enderperlen hat man da. Und nehmen wir noch zwei Sticks. Zack. Zack. Und dann können wir. Achso, Redstone Block. Weiter. Vier Stück. Läuft. Machen wir so. Da haben wir das Upgrade. Dann können wir nämlich das und das schon mal raushauen. Da braucht man Gold Apple und zwei Gold Ingots. Das Range Upgrade, da braucht man sogar Glasblöcke. Nehmen wir einfach mal die Hälfte davon. Zack. Und da braucht man Quarz. So.
Dafür brauchen wir Glowstone, Redstone-Lampe und Laternen. Wir hatten, glaube ich, aber auch noch keine Laternen. Geschweige denn Redstone-Lampen. Das muss ich gerade mal tatsächlich schauen. Glowstone mit 4 Redstone. Ja. Wir brauchen insgesamt wie viel Glowstone? Da brauchen wir auch nochmal 2, also insgesamt 4. So, dann nehmen wir 2 davon. Einmal so. 2 Torch. Haben wir 2 davon. Zack. Und haben wir das schon mal. Dann. Oh. Okay. Ist jetzt ein Meter blöd. Ich hätte schauen müssen, welche Pick es sind. Allerdings ist die Silk Touch nicht weg. Glück ist ein geringeres Problem. Ah ja. So, den setzen wir jetzt einfach mal dahin. Gut, dann können wir nämlich da schon mal das Magnet, das und das Upgrade reinfeuern. Dann haben wir das schon mal soweit fertig. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch uns einiges an Redstone nehmen. Also, das war ein Anzeigefehler. 2. 3. Haben wir wieder Redstone-Blöcke. Vier. Und dann brauchen wir nochmal Redstone-Blöcke. 8. Genau. So, das Einzige, wo wir dann noch nachher schauen müssen, ist, wie wir den ganzen Strom rankriegen. Wir brauchen auch nochmal Quarz, denn wir brauchen ein paar Quarzblöcke. Da brauchen wir 2 und für das brauchen wir nochmal 4, also 6 Quarzblöcke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann müsste das eigentlich gehen. So. Ab und an hat es ein bisschen Anzeigefehler. So, und der Range Upgrade. Da brauchen wir Emeraldos 2 Stück. Oh, okay. So. So. Einmal. Oh Gott, Lapisblöcke. Vier Lapisblöcke. 1, 2, 3, 4. So. Und dann haben wir das Range Upgrade. Zack, zack. Da hat jemand ein Herz dazu gekriegt.
Einzigste, was wir jetzt bräuchten noch, ist ein Goldapple. Und 3, 5 Slimeballs. Und da bubt es schon wieder irgendwo. Ne, so was falsch. So, haben wir noch ein Silk Touch Upgrade. Dann haben wir das jetzt schon mal fertig. Hier läuft tatsächlich ein Enderman rum. Das klingt immer so furchtbar. Zack. Ja, das war's eigentlich schon. Der ganze Rest kann da wieder rein, bis auf den Kloster. Hat jetzt ein bisschen Redstone gekostet, aber sobald wir da Strom auf dem Mining-Gadget haben, ich meine, wir haben jetzt schon immer bis 1. Ein Energie. Das ist schlecht. Also sobald wir da Strom drauf haben, sollte es dann kein Problem mehr sein. Dann können wir nämlich relativ, was heißt relativ, so richtig gut durchschroten durch die Erde. Zack. Und dann werden wir uns dann in der nächsten Folge auf jeden Fall mal drum kümmern, dann nochmal ein bisschen extra Strom dran ranzukriegen. Und was wir jetzt noch schnell machen, wir gehen da unten noch ein... Block hinsetzen. Zack. Da kann der schon wieder arbeiten. 52 Tiny Robots haben wir. Hui. Das ist schon mal was, da können wir was mit anfangen. Wahrscheinlich werde ich schon mal einen Windgenerator bauen. Gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Während das kann sich gerade leider nicht verabschieden. Die hat gerade nebenbei ein Telefonat. Aber ich sage auch von... Sie winkt zumindestens. Tschüss!